Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich war mal wieder einkaufen, oh mein Gott, ja, aber musste mal wieder sein und zwar habe ich ja, ein bisschen dekorative Kosmetik eingekauft, ein bisschen ja, ein paar Pflegeprodukte und ein bisschen Schmuck. Und damit das Video nicht zu lang wird, fangen wir direkt mal an mit der dekorativen Kosmetik. Und da habe ich mir geholt 5 neue Lippenstifte. Ich zeige es euch mal. Und zwar sind sie alle von P2. Und ich habe auch einen gerade drauf. Und zwar, welchen habe ich denn jetzt drauf? Ah ja, genau. Diesen hier, Sex in the City. Ja. Ich swatch euch den mal. Also so schaut das aus. Wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Das ist jetzt hier die von der neuen Kollektion, diese Sheer Glam, glaube ich, heißen die. Ja, genau. Sheer Glam Lipsticks. Und das sieht so geswatcht aus. Ich meine, auf den Lippen sieht man das viel besser. Ihr könnt die Farbe ja erkennen. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich zoome mich mal wieder raus. Und ja, die zweite Farbe von der Reihe Sheer Glam Lipstick ist die 20 Romeo und Julia. Also Romeo und Juliette. So. Und geswatcht sieht die Farbe so aus. Ein sehr, sehr schöner, ja, was ist das denn für ein Ton? So ein Altrosa. Sehr schön schimmerige Farbe. Aber halt auf den Lippen wirklich nicht sehr, sehr deckend. Also wirklich für den Alltag auch gedacht. Und dann haben wir einmal die Farbe 100, Oxford Street. Eine sehr schöne rote Farbe. Hat mir mal gefehlt in der Sammlung. Oh, ich glaube, die Kamera verfälscht das gerade, oder? Also hier ist das so ein sattes, dunkles Rot. Und ich glaube, in der Kamera sieht das aus wie Pink, kann das sein? Ihr seht das ja hier, wie rot. So sieht man das, dass das ein richtig knalliges Rot ist, ne? So ein dunkles Rot. Und dann haben wir einmal die 12 Kärntnerstraße. Das ist so ein schöner Nude-Ton mit einem rosa Einstich. Der schaut so aus, finde ich auch total schön. Ich hatte leider vorher keine P2-Lippenstifte, deswegen weiß ich nicht, wie sie sich auf den Lippen verhalten. Also ich habe die jetzt, ich habe den jetzt drauf, aber ich kann jetzt so nicht sagen, wie lange sie halten, ob sie gut sind oder nicht. Da ich vorher keine P2-Lippenstifte hatte und jetzt habe ich mir direkt mal 5 geholt. Ich werde sie austesten und werde dann berichten. Und der letzte ist die Nummer 11, Via Medici. Und es schaut so aus. Den swatchen wir mal hier oben. Und ja, ist so... ein Braunton mit einem rosa Einstich. Aber ich meine, sehr viele sind ja mit diesen P2-Lippenstiften zufrieden. Und deswegen dachte ich, ja, probier's einfach mal aus, ne? Und ich habe hier mal Kassenzettel. Aber, oh, Entschuldigung. Aber ich weiß das so, die kosten 1,95 Euro pro Stück. Und ich finde, für den Preis macht man nicht viel falsch. Und als nächstes habe ich mir geholt die Allround Concealer Palette von Catrice. Und die schaut so aus. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind da 5 verschiedene Farben. Einmal dieses Grün für, ja, falls ihr Rötungen im Gesicht kaschieren wollt. Und einmal dieses Rosa, das ist gegen Augenringe. Also ich habe das heute auch drauf. Und ich weiß jetzt nicht, also ich muss gucken. Ich habe dieses Produkt vorher nicht gehabt und weiß nicht, wie es sich jetzt verhält. Ich habe das jetzt vielleicht, also das Make-up habe ich jetzt eine Stunde vielleicht drauf. Und deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich diesen Ton genommen habe und danach diese Concealerfarbe. Also das sind 3 verschiedene Concealerfarben. Kommt drauf an, was für eine Jahreszeit gerade ist, ob ihr gerade dunkler oder heller seid. Und so könnt ihr halt aus den 3 verschiedenen Farben wählen oder halt mixen. Dann habe ich mir geholt, ah ja genau, die Concealerpalette. Oh, da muss ich kurz gucken. Ich glaube 3,50 € hat sie gekostet. Genau, 3,45 €. Dann habe ich mir geholt von Essence I Love Stage Eyeshadow Base und die schaut so aus. Und ist ziemlich deckend. Hatte ich vorher auch noch nicht. So. Und
Ja, mal schauen. Keine Ahnung, wie sie ist. Also ich habe viel Gutes gehört, aber dachte mal, ja, probierst du selber mal aus. Und ich habe es auch nicht benutzt, weil ich, wie ihr sehen könnt, keinen Lidschatten drauf habe. Aber dafür habe ich die Isle of Extreme Mascara drauf. Also die kennen bestimmt zu 99% aller Leute. Und die hat so eine Bürste, also eine wirklich dicke Bürste. Und ich habe das mal drauf. Ich zoome euch mal rein, damit ihr meine Wimpern sehen könnt. So, und das sind zwei Schichten und ich muss sagen, das ist definitiv eine Schicht zu viel. Ich habe sie jetzt 3 Tage lang getestet. Ich weiß, ist zwar nicht lang, aber ich finde sie super, super, super und habe sonst immer nur eine Schicht genommen. Nur, ja, ich habe in vielen YouTube-Videos gesehen, also in YouTube-Videos gesehen, dass die alle immer sagen, man kann sie schön schichten und so. Und das habe ich halt heute versucht und habe für mich gemerkt, dann verklumpt es ein bisschen. Also die Wimpern sind nicht mehr so schön wie bei einer Schicht. Aber ich muss sagen, vielleicht hat das auch was mit meinen Wimpern zu tun, weil meine Wimpern wirklich von Natur aus schon schön geschwungen sind und lang sind. Und diese Mascara, also bei einer Schicht, verleiht mir wirklich sehr schön Volumen, macht die Wimpern super schwarz und ich finde sie super schön, aber halt nur mit einer Schicht. Sobald ich die zweite Schicht drauf mache, finde ich es nicht mehr so schön. Aber wie schon gesagt, da ich sie erst 3 Tage habe, kann ich da nicht viel zu sagen. Genau, was ich noch sagen wollte ist, also ich muss sagen, ich hatte noch keine Erfahrungen mit so einer großen Bürste und ich habe gemerkt, dass ich immer wieder hier gegen mein Lid tätsche. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Übungssache, aber ja, da diese Mascara wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis macht, werde ich üben, üben, üben und mal schauen, vielleicht schaffe ich das irgendwann mal, weil ich stelle mir das ein bisschen schwer vor, wenn man Lidschatten drauf hat und da überall dagegen kommt. Klar, kann man korrigieren, aber wenn man jetzt überall dagegen kommt, sieht das gar nicht mehr so schön aus. Und für die unteren Wimpern, also da ging es gerade noch so, aber ich glaube, Übung nach macht den Meister. Ich schaue einfach mal, aber sonst so vom Ergebnis her top. Dann habe ich mir geholt, ich weiß nicht, ob ihr das, doch, da seht ihr es, diesen von Essence, von der LE jetzt, diesen Twilight Breaking Down von Part 2 Shimmer Powder. Und das schaut so aus. Und ich versuche es jetzt mal aufzumachen. Ach, die Mascara, genau, die Mascara hat 2,75 € gekostet. So. Dieser Highlighter schaut so aus. Fokussieren, fokussieren. Ja, da. Ich mache den nochmal auf dem Handrücken. Das ist der hier. Und ich finde den super, super schön. Ich habe den jetzt auch hier drauf. Ein bisschen was auf der Nase. Ich hoffe, ihr seht das. Also auf dem Nasenrücken. Dann hier ein bisschen an der Schläfe. Und ich finde das eine sehr schöne Farbe. Vor allem ist das so ein schöner. Ja, so ein schöner Goldton. Ich habe noch einen Highlighter, einen Flüssig-Highlighter und ja, der geht halt ins Silbrige und ich hatte halt noch keinen so mit Schimmerstich und ich finde, das passt immer so zum schönen braunen Make-up. Also ich finde den sehr schön, aber kann so nicht viel drüber sagen, weil ich den einfach noch zu kurz habe. Und dann habe ich mir von der gleichen LE den Blush geholt und den habe ich auch drauf. Ich habe extra ein bisschen mehr drauf gemacht, damit man das auch so sieht. Und so sieht er aus, hier vorne. Eigentlich bräuchte ich den nicht swatchen, weil so sieht man es halt wirklich, weil so ist er wirklich extrem. Da muss man wirklich gucken, dass man den verblendet. Aber so sieht man halt, wie schön er ist. Also ich mag ihn wirklich. Ich muss sagen, ich bin bestimmt 10 Mal am Regal entlang gelaufen und habe gedacht, soll ich es wagen, soll ich es nicht? Und dann habe ich gedacht, komm, der hat nur 2,75 € gekostet. Nimm's sie mit und versuch's es mal. Und dann hatte ich den drauf gehabt und ich muss sagen, das ist wirklich so, ja, nicht lieber auf den ersten Blick, da würde ich ja lügen, weil ich wirklich 10 Mal da dran vorbeigelaufen bin, aber lieber auf den 10. Blick. Aber einmal benutzt und oh, ich finde den wirklich extrem schön. Also so eine Farbe habe ich auch gar nicht in meiner Blush-Sammlung. So, wie schon gesagt, 2,75 €. Haben wir sonst noch was an Kosmetika? Oh. Nein, haben wir nicht. Das war's an Kosmetikprodukten. Dann habe ich mir geholt von Balea Young.
Dusche Peachy Rose. Und ja, der Geruch, extrem schöner Geruch. Oh, so schön nach frischen Rosen. So ein bisschen künstliche Rosen, aber ich liebe diesen Geruch. Das Problem ist nur, ich habe es ja schon benutzt und der verfliegt so schnell. Also ich hatte nach einer halben Stunde gar nichts mehr von diesem Geruch. Und ich finde das so schade, weil der riecht wirklich so schön. Also als ich mich damit abgeduscht habe, habe ich gedacht, oh, wie schön. Aber das Problem ist, er verfliegt so schnell. Ich habe nach einer halben Stunde... Ihr kennt das ja, manchmal habt ihr Duschgels, da riecht ihr fast den ganzen Tag danach. Und ja, mit dem hier leider nicht, obwohl, ja, ich werde das jetzt aufbrauchen, weil ich den Geruch so schön finde. Warum hält es nur nicht länger auf dem Körper? Also, ihr könnt es mir ja mal sagen, habt ihr vielleicht diese Pulle und hält es bei euch ein bisschen länger auf dem Körper? Also bei mir gar nicht. Und dann habe ich mir auch von Balea Hüttenzauber geholt und das habe ich noch nicht getestet. Aber ich fand den Geruch so lecker. Das riecht nach Kaugummi, nach Gummibären. Ja, ganz, ganz fruchtig und super, super lecker. Und ich hoffe, dass ja halt dieses Duschcreme, also diese Duschcreme halt länger auf dem Körper, also dass dieser Geruch wirklich länger auf dem Körper bleibt. Das wäre wirklich super, super schön. Also ich finde das total schade, dass es nach einer halben Stunde direkt verfliegt und ja. Dann habe ich mir noch geholt, also ich muss sagen, bei Duschgels oder hier Duschcremes habe ich wirklich richtig zugeschlagen. Ich habe insgesamt 4 und das ist jetzt die dritte, auch von Balea. Dusch- und Ölperle, Queen of the Night, und riecht auch, also ich finde, riecht super, super schön, fruchtig. Also ach, der Geruch ist wirklich sehr schön. Und also wenn es wirklich sehr schnell gehen muss und ich keine Zeit habe, um meinen Körper noch einzucremen, dann benutze ich gerne so eine Dusche mit ja, Ölen, weil ja, der Körper dann nicht austrocknet und man dann, ja, es spendet Feuchtigkeit und man braucht dann sich nicht einzucremen. Dann habe ich noch eine von Dove, ist eine Limited Edition, Winterpflege, reichhaltige Pflegedusche. Und es riecht so schön cremig. Ach. Auch ein schöner Duft. Also ich bin in Düften beschreiben sehr, sehr schlecht. Ich finde die Düfte halt super schön. Riecht schön, wie soll ich sagen, cremig. Fruchtig cremig, so. Und ist leider eine Limited Edition. Also kann ich auch nur empfehlen. Eine super, 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 super Duff. Ja, Duschpflege. Dann habe ich mir geholt für die Haare ein Haaröl. Ach ja, genau, jetzt habe ich euch die Preise nicht gesagt. Ja, ich bin ein Dussel. Die von Balea kosten alle, außer, also die kosten 85 Cent, 95 Cent. Und das Duff kostet, wie kostet das? Ich glaube 1,45. Habe ich auf dem anderen Zettel. Aber ja, 1,45. Ja, und jetzt haben wir das Haaröl. Da gucke ich direkt mal auf den Preis, bevor ich da wieder vergesse. 2,95. Und das ist ein Haaröl mit Mandel und Argan, reichhaltiges Intensivpflegeöl für sprödes Haar und trockene Kopfhaut. Habe ich auch noch nicht getestet. Das Ganze schaut so aus. Und ja, ich werde mal hier mal was drauf pumpen. Wow. Oh, es ist ziemlich flüssig, muss ich sagen. Oh, sehr. Also es fühlt sich gelartig an, aber so eher so ein ganz flüssig, flüssiger, ja. Also ganz flüssig, gelig so. Hm, ja, ihr versteht, was ich meine. So. Oh ja, sehr ölhaltig. Also das machen wir jetzt so. Ein bisschen in die Haare. Ihr wisst ja, ne, bei mir, meine Haare verschlingen ja Öl, von daher, ja. So. Was habe ich noch geholt? Genau, dann habe ich mir von BB so Reinigungswattepads geholt. Eigentlich für Babys, aber ich finde sie viel, viel schöner als diese runden Pads. Weil diese runden Pads, ich finde, ich weiß nicht, ob ich immer die falschen hole oder wie auch immer, die fusseln, wenn ich mein Make-up abtrage oder mein Augen-Make-up entfernen möchte. Und deswegen benutze ich die hier, die schauen so aus. Und ich muss sagen, die sind viel stabiler.
Also ich mache da einfach mein Make-up-Entferner drauf oder meine Creme und dann mache ich das da drauf und schwuppdiwupps habe ich alles da drauf und es fusselt nicht. Also ich finde, die sind viel stabiler und deswegen kaufe ich lieber die hier als diese runden Wattepads. Ja, dann kommen wir zu den letzten Produkten und zwar habe ich mir Schmuck geholt und das von C&A. Und da habe ich mir einmal diese Ohrringe hier geholt. Da sind drei Paare drin, also einmal so ganz kleine, dann hier so rosane und einmal hier so, ja, grüne Rosen. Und die waren im Angebot für 1 Euro. Fand ich ziemlich schön für 1 Euro. Super, habe ich mitgenommen. Und dann nochmal für 1 Euro habe ich mir die hier mitgenommen. Einmal so Perlen, runterhängende Perlen und einmal so zwei kleinere. Und einmal die hier, so nennt man die Kreolen. Kreolen, keine Ahnung. Und dann sind einmal so Schleifchen, sind Schleifen, ne? Ne, Schmetterlinge. Zwei Schmetterlinge und einmal da oben zwei kleine Pärchen. Und die haben auch nur 1 Euro gekostet. Und ich fand, ja, für 1 Euro, mein Gott, warum nicht, ne? Und ja, sind auch schöne Ohrringe dabei, oder? Ja. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und mein Haul hat euch gefallen. Schreibt mir doch, was euch am meisten gefallen hat und ob ihr irgendeine Erfahrung mit irgendeinem Produkt habt, von denen ich heute gezeigt habe, weil die meisten, also ich muss sagen, hatte ich vorher noch nicht, hatte ich vorher auch noch nicht, P2 hatte ich auch noch nicht. Ich hatte die Produkte alle noch gar nicht, außer jetzt das hier einmal. Und also die Balea Duschcremes, die hatte ich auch noch nicht vorher. Und mein erster Eindruck ist, schön unter der Dusche, aber halt mit dem Geruch. Und ja, falls ihr irgendeiner dieser Produkte habt, sagt mir doch einfach, wie ihr sie findet. Und ob ich einen guten Fang gemacht habe, also ob ich mich für die richtigen Produkte entschieden habe oder nicht. Und ja, somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!